Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Dark Souls 3. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, ne? Weil wir können ja jetzt hier nicht wirklich das so blind spielen. Jetzt sind wir mal ehrlich, sonst stehen wir gleich vorm Endboss und ich leg den im ersten Versuch. Und was haben wir dann davon? Genau, wir haben verschiedenste Gebiete noch nicht bereist. Und um ehrlich zu sein, haben wir ein richtig geiles Gebiet noch gar nicht entdeckt und dort lauern noch zwei Bosse und unter anderem der schwierigste im Hauptspiel, so wird es zumindest angepriesen. Und deswegen wollen wir da auch noch hin. Aber als erstes möchte ich dann doch nochmal diese drei Döspittel hier oben platt machen. Wenn ich das hinkriege, wo waren die denn überhaupt? Ne, die hatten wir. Irgendwo hatten wir auf jeden Fall eine Drachenstatue gesehen. Und wir haben jetzt die nötige Pose dafür. Oh, ich glaube, da hinten, da lauert dann auch wieder ein neuer Boss, ne? Aber da, nee, wir heben uns mal die... Wir kämpfen uns einfach jetzt immer weiter vor, bis wir irgendwann zum Boss kommen und dann machen wir einen Run und dann legen wir einfach alle. Oder? So machen wir's. Und... So, wo war... Was wollte ich gerade erzählen? Ich bin gerade ein bisschen müde, gerade so viel gearbeitet, dachte mir, ja, komm her, zockst noch eine Runde Dark Souls, geht immer. Genau, erstmal wollen wir die da oben platt machen. Und dann geht's weiter. So, wie kommen die denn runter? So auf jeden Fall nicht. Hä? Okay, so kommt er auf jeden Fall runter. Zack, zack, zack. Vielleicht kann ich die sogar so locken, dass die hier runterfallen. Oder so ähnlich. Weiß noch nicht, wie ich das mache. Geil. Standard, dass ich ihn nicht anwählen kann. Wie kann man den nicht anwählen? Ja. Was hättest du gern? Aber das ist ein ganz guter Trick, würde ich mal sagen. Oh, ist es nicht. Ach. Hör auf mit Schlagen, du Pfeife. Und er schlägt wieder. Es ist so geil. Du drückst eine Taste, du kriegst einen auf den Sack und drückst danach eigentlich Rollen, ne? Aber nein, du hast ja vor einer halben Stunde Schlagen gedrückt. Und diese Aktion ist nicht rückgängig zu machen. Das ist egal. Und selbst wenn wir heute den ganzen Tag an diesen drei Döspitteln hängen, das ist mir auch egal. Ich lasse mir die Laune heute nicht verderben. Und es liegt ja auch nicht daran, ne, dass ich zu wenig Energie habe oder was. Es ist einfach... Ich meine, der Kampf gegen die drei wird nicht spaßig, der wird nicht schön, der ist nicht spannend. Aber dennoch will ich sie platt machen, denn die gehen mir auf den Sack. Die gehen mir einfach auf den Sack. Ist so. Was ist denn jetzt hier? Die gehen mir auf den Sack, die haben den Tod verdient. Und ich glaube, das sind auch welche, die kommen da nicht mehr wieder. Und damit werden wir sie endgültig ins Reich der Toten boxieren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die da nicht durchkommen, aber leider... Kommen sie da durch. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe es letzte Mal gesagt, wir haben 120.000 Seelen liegen lassen. Und die sind jetzt natürlich weg. So, komm. Mac Speck, Mac Fit. Frag mich echt, was man dagegen machen soll. Trifft einen doch eh immer. Oh. Das ist ziemlich frech. So, jetzt haben wir ihn schon mal separiert. Ich nehme gleich mal eine Zweierheilung. Okay. Aha, wir kriegen alles mit. Okay, da haben wir den ersten. Ja, das Glöckchen. Die kann ich echt hier separieren, ne? Wenn ich das so ein bisschen hinkriege. Was? Nur so ein Popelscheiß. Wenn ich das so ein bisschen hinkriege. Ah, dass ich den nicht anwählen kann, das sieht doch jeder Blinde mit. Das sieht doch jeder Trottel. Mann, warum kann ich den nicht anvisieren?
Und weg. Okay, weg, weg, weg heißt. Weg heißt weg. Oh Gott! Staggerus. Hat ein bisschen Angst, dass der zweite gleich kommt. Naja, ich heile mich lieber. Oh oh. Okay, das wird so ein, das wird der Swinger. Das wird der Swinger des Tages. Jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich. Da kannst du. Oh, da zieht er echt eine Furzattacke hier durch. Okay. Aber es waren drei, ne? Es waren, glaube ich, drei. Da ist er doch. Das heißt, schöne Sprungattacke oder so. Aber warte mal, wir könnten natürlich. Dass ich den nicht anvisieren kann, das ist so albern. Das ist echt. Es ist der letzte. Jetzt. Wo ist da der Unterschied? Ich drehe mich einen Zentimeter nach links. Es ist einfach so. Okay. Let's fucking go. Geil. Das gibt's nicht, ey. Ich schlag zuerst. Yo! Der kann hier rein oder was, aber ich kann nicht raus. Level of fucking hell. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ey, ist es so schlecht gemacht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das gut ist. Das ist nicht gut. Sorry, das ist nicht gut gemacht hier. Es gibt so viele Ecken. Das Level-Design ist auch so geil. Aber hier das Anwählsystem ist zu schlecht. Es tut mir leid, es ist echt zu schlecht. Es ist einfach, das ist gerade in solchen engen... Titanitschollen. Sehr gut. Das ist gerade in solchen engen Situationen echt nicht gut gewählt. Vor allem, du rennst weg, willst ihm noch einen Blick behalten, drückst den rechten Stick rein zum Anwählen und die Kamera dreht sich und du siehst natürlich gar nichts mehr. Das ist, es tut mir leid, also das ist echt nicht gut gemacht. Das muss doch irgendwie anders machbar sein. Aber ist es anscheinend nicht. So, jetzt sind wir hier unten drin, ne? Jetzt hören wir mal auf mit Meckern. Ich meine, klar, dieses Anwählsystem, das hat Schwächen. Das wurde schon oft auch im Internet thematisiert, das ist einfach vorhanden. Aber wenn man damit einigermaßen klarkommt, dann kriegt man es ja auch hin. Aber es sind so viele unnötige Scheißhausdinger, die ich hier reinkriege. Das muss nicht sein. So. Nichtsdestotrotz geht's jetzt noch hier runter. Okay, das ist die Kirche. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hier drauf springe? Hier sind irgendwie Federn drin, ne? Komme ich jetzt hier weg? Jetzt komme ich hier nicht weg, oder was? Hm. Und nu? Da sind halt... doch, hier komme ich rein. Hier komme ich rein. Göttliche Säulen des Lichts. Ach, das ist wahrscheinlich das, was die Typen da gerade gemacht haben. Das ist das wahrscheinlich, ne? So, ich habe sie wieder sehr viele Seelen. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, ist das äußerst schlecht. Gesegneter Edelstein, auch ganz gut. Keine Ahnung, was das ist, aber ist bestimmt gut. So, hier unten ist wieder das nächste Gewölbe, wo ich mich droppen lassen kann. Droppen, lecki, droppen, lecki. Ich sag schon mal, wenn ich jetzt hier runterfalle, was ist denn das für einer? Ratte! Du fette Wurst. Der verliert nicht mal was. Schade, ich hätte jetzt gedacht, der verliert hier den ultimativen Supergegenstand. Hier kann ich bestimmt herunterklettern. Was?
Wieso herunterklettern? Ich dachte, die Leiter herunterlassen, dass ich hier noch gar nicht war. War ich hier schon? Nee, ich habe den Gegenstand gerade erst genommen. Das kann ja nicht sein, ne? So, aber ich glaube, damit sind wir jetzt, glaube ich, in dem Gebiet eigentlich komplett fertig. Das heißt, hier bleibt dann nur noch der Boss. Und... Genau, ja, nur noch der Boss. Wo komme ich denn hier an? Das will ich jetzt mal wissen. Ach, der Robohund. Hä? Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Göttlicher Segen, sehr gut. Falls es dann doch mal einen etwas schwereren Boss gibt, Funkeltitanit. Sehr schön. Und hier hinten geht es auch noch rein. Ey, aber war das nicht das, wo dieser Robohund war, wo ich immer Reis ausgenommen habe? Nee. Irgendwas anderes. Aber hier waren wir anscheinend schon. Ja, hier waren wir schon. Und hier war der Drache, oder? Nee, war er nicht. Das ist Blödsinn. Der Drache, das ist ganz woanders. Das habe ich nicht gesagt. Hier war der Drache nicht. Ach, wir kamen von da unten, ne? Ich würde natürlich gerne diesen Robohund noch platt machen, aber... Oh. Okay. Habe ich gar keine Lust drauf jetzt. Wir haben dieses Gebiet geklärt, bis auf den Robohund. Und den werde ich eventuell noch irgendwann machen, wenn ich nicht vergessen werde. Jetzt gehen wir aber nochmal in das eine Gebiet. Wir gehen... Ach, wo ist das denn? Dass man das hier nicht mal gut sortieren kann. Was ist das eigentlich? Knochen, alter menschlicher Knochen mit mehreren Löchern. Okay, Feuerbandschrein. Wir werden jetzt die nächste Waffe aufleveln. Und dann werden wir in das Gebiet reisen, wo wir das letzte geheime Gebiet noch freischalten werden. Und dann heißt es Boss Run. Dann heißt es hier definitiv Boss Run. So, als erstes. Ich weiß noch gar nicht, welche Keulen wir jetzt alle aufleveln werden. Wir schauen mal. Das haben wir zum Beispiel auch erhalten. Sehr schön. Dann hätten wir die hier mit dem Brocken und natürlich die hier. Machen wir erstmal die fertig. Zack. Und die Scholle machen wir dann auf Level... Na, wartet mal. Wir machen erstmal das hier. Und das reicht natürlich nicht. Okay, dann machen wir hier doch die Titanit-Scholle rein in unseren guten alten Feuerstrahlkolben. Zwei Waffen auf Level 10. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ein Level sollten wir auch noch haben. Ja, einen haben wir noch rein. So, ich finde aber ganz ehrlich, jetzt haben wir einen optimalen Charakter. Vitalität 35, Kondition 25 und Stärke kommen wir mit dem Ring genau auf 32, damit wir die dicke Keule schwingen können. Also ich sehe überhaupt keinen Grund mehr. Warte mal, das kaufen wir uns aber auf jeden. Oh, die sind billiger hier, ne? Also war schön. Nach hinten werfen, explodiert mit hohem Feuerschaden. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen das mal mit. Tja. Denn die nächsten Bosse, das wird so knüppelhart. Wir werden so dermaßen auf den Sack kriegen. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, das können wir auch noch machen. Haben wir noch eine? Nee. Wo musste ich da hin? Wo ging das nochmal in das Gebiet? Es war irgendwo. Es war irgendwo. Wir hatten fest, es war irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo. Nee, irgendwie. War es das? Nee, irgendwie auch nicht. Hier so, glaube ich, war das. In diesem Gefängnis. Katakomben von... War es das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo, ich habe im Internet gelesen, man muss diese Drachenstatue wieder auffinden und dann muss man diese komische Drachenhocke machen, die wir, glaube ich, im letzten Part gekriegt haben. Und ich habe aber natürlich nicht mehr nachgeguckt, wo das ist. Denn das wollte ich... Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist falsch. Das ist einfach verkehrt.
Das ist es definitiv nicht. Das war wo in diesem Gefängnisbezirk, Komplex. Das hier? Nee. Entferntes Anwesen. Ich glaube, das war hier gar nicht. Naja. Hier, das war's. Das war's. Das ist es, genau. Dort war's. Aber wie ich da jetzt hinkomme, weiß ich auch wieder nicht mehr. Das war ja ein ziemliches Hin und Her. Und irgendwie habe ich mich da die ganze Zeit verlaufen. Maschinen. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir es finden, ne? Der Weg war ziemlich kompliziert. So. Ich versuche einfach mal durchzuhören. Ach, das waren noch hier diese blöden Pisser. Okay, das funktioniert schon mal. Ja, die dürfen natürlich genau ihre Fürze nicht lassen, ne? Ja, ansonsten verliere ich hier meine ganze Energie. So. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, das war irgendwie hier unten, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oder war es hier? Nee, hier kann es nicht gewesen sein. So, hier, die wurden lebendig, genau. Das geht... Ah, hier habe ich auch noch einen Gegenstand. Ich immer noch nicht weiß, wie ich das aufkriege. Oder war das doch hier? Nee. Was ist mit ihr los hier? Das ist ja gruselig. Uah. Oh, oh. Zack. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Wie geht? Ist das ein Geschlons? Guckt euch diese Gegner mal an. Die sehen so aus wie der Waisenknabe von Kos. Von Dingensbummens. Zumindest so ähnlich. Aber das ist es nicht. Leider ist das nicht der richtige Weg. Was nicht mal genau. Oh, was ist denn das für eine Scheiße hier? Fuck, ey, ich weiß wieder nicht, wo es lang geht. Wie zur Hölle komme ich da rein? Ich habe schon wieder Bleeding. Ich weiß immer noch nicht, welche Gegner hier Bleeding verursachen. Das muss doch dieser Nebel sein, oder? Aber ich habe doch jetzt hier alle gekillt. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Sorry, Jungs. Ach, wenn die mich berühren, oder was? Ey, das ist ja gemein. Das ist ja mehr als gemein. Nee. Ah, hier war das, genau. Hier musste ich durch. Das war der Weg. Hier bei diesem Riesenbaby. Dieses gruselige Etwas. Zack, Mann. Ja. Drecksau. Du hast mich nämlich in Sicherheit gewogen. Und wegen dir hatte ich den Respekt vor deinem anderen Gedöns. Okay. Lass das! Ja, ja, hier verliert man so viel Energie, ne? Das ist echt richtig widerlich. Dieses dreckige Biest da drin, gehe ich nicht rein. Oh! Alter, schreck mich doch nicht so. Okay, One-Hit-Wonder. Wähl ihn doch an! Geil. Die Keule, ne? Die Keule, ich sag's euch. Das Ding ist einfach nur der Todbringer. Gab's nicht eine Waffe, die hieß Todbringer bei Call of Duty? War das nicht wie so eine fette Gatling Gun, die man mal kriegen konnte? So, wo es hier hingeht, habe ich schon wieder keine Ahnung mehr. Hier war doch noch auch dieser Riese, ne? Hier war doch noch dieser dicke Riese. Riesisch herb. Hier, da ist es. Gerade mal richtig gerollt. Hier, diese Drachenstatue, glaube ich, ist es. Und jetzt muss ich... Wie habe ich das gelesen? Jetzt muss ich hier irgendwas machen.
Jetzt testen, schließen, wechseln. Hier, warte mal, wechseln wollen wir nicht. Ah, das hier. Wechseln und hier brauche ich die Hocke. Das Ding. Okay. Bin mal gespannt. Okay. Irgendein schreiendes Getier wird uns wahrscheinlich abholen, aber das wird nicht gezeigt. Und da hinten im Hintergrund, ich dachte eigentlich, dass wir da schon gewesen wären, aber anscheinend nicht. Dort werden wir jetzt wahrscheinlich hingebracht. Und dort soll ein relativ großes Gebiet noch sein. Uiuiuiuiui. Schönes Wetter auf jeden Fall, ne? Eben noch Nacht. Hier ist wunderschön. So muss das sein. Ist eigentlich wie ein bisschen Urlaub. Hier kann ich es umknüppeln. Das ist ja geil. Das gefällt mir schon hier. Das ist sehr gut. Sehr gut gemacht. Der Baum? Oh, da sind die ersten Gegner. Warte mal, aber wir haben doch unsere andere Keule. Die will ich jetzt auch mal benutzen. Gerade bei so kleinen Gegnern. Da muss doch jetzt unsere kleine Keule nochmal hin. Hier wie bei Dark Souls 2, dass man das Ding irgendwie umwerfen oder so. Ich meine, würde nicht viel bringen, weil wo soll das Ding hinfallen, außer der Runde? Okay, aber ich werde auf jeden Fall einen besseren Schild nehmen. Na, den hier. Kann man natürlich auch wieder eine bessere Rüstung nehmen. Damit wir auch mal wieder ein bisschen gut aussehen, ne? Gehört natürlich auch dazu. Man kann nicht immer mit der Lappenrüstung rumrennen. Ich werde natürlich nie wieder meine Gegenstände finden, die ich... Ich habe im Internet gelesen, man kann das hier sortieren, ja? Details vergleichen. Ausreichend Bereich ändern, wechseln, Gegenstand, Infos, Hilfe. Nee, so nicht. Vergleichen, auch nicht. Joa, geht nicht. Wir halten fest, ich krieg's nicht hin. So, machen wir mal so. Ui, ja, ich vermute mal, optionaler Boss. Drache? Drache, ne? Drachen. Schneidersitz haben wir gemacht, Erzdrachengebiet. Alter, geht's noch? Du Lappen-Johnny. Erzdrachengebiet, wir sind angekommen. Die Glocke ertönt, ich glaube, sie wissen, dass wir da sind. Alter, wie geil! Das ist ein optionales Gebiet, Leute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Optional. Das heißt, ich muss das nicht machen. Oh, frech. Steht hier eigentlich irgendwas? Hör auf damit. Ich bin noch nicht fertig mit dem Zeug hier. Okay, Zauber-Johnny. Dass mich das Homing-Scheißding trifft, ne? Ich brauche natürlich hier noch ein schönes Bonnie McBonfire. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass ich schon dran vorbeigerannt bin. Edelsteine? Schöne Aussicht. Hurra für Bestie. Ah, das Ding da oben, oder? Aber das ist doch nur eine Statue. Das ist doch kein echter Drache. Also wie gesagt, ich habe im Internet gelesen, das Gebiet ist nochmal riesig. Schon so 1 bis 2 Stunden groß. Ey, bei anderen Spielen wäre das einfach ein DLC, ne? Ah, wir gehen mal hier rein. Vielleicht ist hier ja noch... Fuck you. Das geht wahrscheinlich nicht. Das ist ein Shortcut. Das ist schon frech. Oh, oh, boah! Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass von rechts noch einer kommt. Oh Gott. Ich habe doch bestimmt einen Bonnie McBonfire übersehen, oder? Ach nee, wir starten wieder hier. Hier ist kein Bonfire, das möchte ich beinahe bezweifeln.
komme hier gar nicht mehr hier weg. Da unten ist noch ein Loch. Mitten im Fels. Boah, die Gegner sind aber ziemlich schwer. Ich meine, wir haben eine Level 10 Waffe, ne? Eins, zwei, drei, vier. Na gut, drei. Ich glaube, drei Schläge brauche ich. Das geht eigentlich. Ich darf nicht den Fehler machen, dass ich mal den harten Schlag nehme. Das, was ich eigentlich schon seit wie viel? 25 Stunden predige. Das darf ich einfach nicht machen. So, ich muss den einen anlocken. Den da. Boah, ist das frech, ey. Jo. Ich war ganz kurz oben. Alter, ist das widerlich. Jetzt triff ihn doch. Du stehst doch nur einen Zentimeter daneben. Meine Herren. Dreimal noch daneben gefuchtelt. Boah. So ein bisschen wie die bei Dark Souls 1, ne? Diese Schlangenwesen. Ja, guck dich das mal an. Das ist eine riesige Schlange. Oh, widerlich. Eigentlich nicht. Also ich meine, Schlangen sind jetzt nicht widerlich, aber... Oh, skurril. Eins, zwei, drei, weg. Okay. Drei Schläge reichen nicht aus. War das doch schon der nächste? Seht ihr den? Den ich wieder nicht anwählen kann. Das mit dem Anwählen ist echt. Okay, jetzt kommt er. Eins, zwei, drei, vier. Ja, man kann sie echt gut tot staggern. Eins, zwei, drei, vier. Ja, geht dann doch, ne? Ich meine, es ist ein optionales Gebiet. Es soll extrem schwer sein. Vielleicht finden wir sogar hier noch Titanite-Scholle. Ein Titanite-Scholle. Dann könnte man nämlich auch noch unsere letzte Waffe auf plus 10 irgendwann bringen. Das wäre natürlich noch ganz geil. Und ich meine, die optionalen Gebiete sind ja eigentlich dafür prädestiniert, nochmal richtig geilen Loot zu lassen. Jawohl, hier ist Bonnie. Bonnie McBonfire. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so viel Seelen für noch ein Level-Upgrade, ne? Das ist ja auch so. Also wir haben eigentlich jetzt mit den paar Gegnern, die wir hier gemacht haben, haben wir eigentlich schon wieder... Was ist eigentlich, wenn ich mich hinsetze? Also sind die doch wieder da, oder? Ja. Die sind wieder da. Also hier könnte man eigentlich ganz gut looten, ne? Die geben viel... Viel Seelen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so lootfreundig. Kommt der wieder hoch oder was? Nee. Bleib mal lieber da unten, du. Sonst hau ich dir noch gleich an meiner kleinen Feuerkeule drauf. So. Okay, geht's auch noch hoch. Guckt euch an, wie riesig das ist. Das ist natürlich optisch. Der hockt doch da. Ich sehe dich doch. Ich kann ihn wieder nicht anwählen. Ich kann ihn nicht anwählen. Der ist doch irgendwie größer, oder? Tschüssi. Oi, 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 oi. Der hat aber Mundgulli. Okay, keine Ahnung, ob ich gedrückt habe, aber irgendwas Falsches. Ah, okay. Unstaggable. Unstaggable. Alter, der war groß. Der war groß, böse, hässlich und gibt nichts. Dafür, dass er so groß, hässlich und böse war, gab er relativ wenig. Großschild des uralten Drachen. Das klingt schon mal geil. Als könnte das irgendwann... vielleicht seinen großen Einsatz bekommen. Ob in meinem Let's Play, weiß ich noch nicht. Einen Brocken kriegen wir auch. Ja, wir brauchen ja sowieso noch Brocken, ne? Brauchen wir ja sowieso noch. Denn unsere zwei Elektrokeulen, die sind ja auch noch nicht auf Level... Ich glaube, Level 9 ist das nächste, was dann fehlt. Oh, hier ist auch noch was. Holla, die Waldfee. Warte mal, hier bin ich aber gerade hochgegangen, oder nicht? Bin ich da echt an den Brocken dran vorbeigerannt? Kann das sein, dass ich was übersehe?
Das heißt, ich renne hier unten durch und der wäre mir dann auf den Kopf gesprungen oder so, ne? Hm, vielen Dank auch. Ist hier auch noch ein Eingang, ne? Versucht Sturzangriff, deshalb versucht überhalb. Versucht. Ne, Vorsicht vor Drache. Und dort hier für einer, der sieht ja aus wie Son Goku. Vorsicht vor Drache. Where is the dragon? Sag mir, wo der Drache ist. Oh, ey. Hä? Hörst zu! Alter! Oh, ich hab die falsche Waffe. Ey, wir machen ja gar keinen Schaden. Warte mal. Das geht so nicht. So, wo ist ein Riesen-Oschi? Ey, 37 ist es wieder irgendwas. Irgendein Special-Zeug, was ich benutzen muss, ha? Nee, so wird es nix. So wird es auf jeden Fall nix. Ich muss hier erstmal weg. Vielleicht die Glocke oder sowas? Ah, hier ist auch keine Waffe. Was ist das hier? Zeit für Ring. Scheiße, brauche ich einen Ring oder was? Fuck! Oder da unten? Ja, ich mache halt keinen Schaden. Das ist blödsinnig. Wenn es schon so wenig ist, dann brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand, der hier rumliegt. Blut. Blut. Jauche? Oh oh. Na 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 daneben. Ich meine, nee. Das ist es nicht, Leute. Das ist es nicht. Hier wird irgendein Gegenstand, irgendeine mega geile Superwaffe liegen. Dragon Slayer, super. Echt? Aber hier hinten geht es ja weiter. Das ist kein abgeschlossener Bossraum. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja eigentlich, glaube ich, derselbe Drache, den wir schon mal besiegt haben. Und der wurde ja eigentlich nur von irgendeinem Wurm befallen. Das heißt, es ist eigentlich schon ein totes Skelett. Und das Problem daran ist natürlich... Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier wieder wechseln. Dazu brauche ich mein Kapüzchen. Was ist das eigentlich? Wir probieren mal das. Vielleicht kann ich das sogar nehmen. Dann hat man das hier. 77. Wieso bin ich so schwer? 73? Ach, die Hose natürlich. Immer noch zu schwer. Ja, das kann es doch nicht sein. Jetzt habe ich doch wirklich das, was ich immer hatte, oder? Achso. Den Schild hier. Der Mund natürlich weg. Alter, aber das sieht auch ganz geil aus hier, ne? So, let's go. Next try. Also ich glaube, erstmal da links hinrennen. Jetzt habe ich erstmal Angst, dass der mir da oben auf den Kopf springt. Macht aber nicht. Gut. Also ich vermute einfach mal an dem Drachen vorbeirennen. Oder wozu ist diese Glocke da? Das Gefühl, ich muss diese Glocke irgendwie, aber ich konnte nichts machen. Hier hinten ist es doch bestimmt erstmal safe. Alter, spei mal Feuer hier rein. Oh.
So, vielleicht haben die ja irgendeine... Irgendeine Waffe oder irgendwas, ne. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Vielleicht habe ich nur so ein Katapult oder so. Das gab's ja, glaube ich, auch bei... Fuck. Oh, wie er halt immer noch schlägt, ne. Ich habe halt vor einer halben Stunde gedrückt. Okay, der hat auch nichts. Hier geht's runter. Angeschnäuzelt. Hier? Sieht so aus, als würde es kaputt gehen. Aber hier ist auch nichts. Ah, doch hier. Funkeltitanit. Eigentlich auch ganz geil, aber das hilft mir jetzt leider nicht weiter. So, der Drache hat sich weggedreht. Oh, oh, er hat sich nicht weggedreht. Okay. Keine Ahnung. Das wird irgendein Zauber oder sowas geben. Auf jeden Fall geht's ja weiter. Warum sollte ich jetzt mit dem Drachen mich battlen, wenn der mich hier einfach nur wegschnabuliert? Aber ihr seht ja, man kann ihn theoretisch... Oh nein, du Pfeife! Das Anwahlsystem in dem Spiel. Es tut mir leid, es war noch nie so schlecht. Es war noch nie so schlecht. Es war ohne Mist. Es ist so dumm. Er steht vor mir, ich schlage ihn, er ist tot. Und sonst schafft er es nie, den nächsten Gegner anzuwählen. Das schafft er nie im Leben. Das geht nicht, irgendwie den nächsten Gegner, der 10 cm neben dir steht, ihn anzuwählen. Jetzt steht der Gegner im Rücken von mir, sodass er gar nicht sehen kann. Den wählt er natürlich automatisch an, weil ich Rollen drücke. Hauptsache, er rollt sich noch vom Berg automatisch runter. Boah, meine Fresse. Sagen ja immer viele, das wäre so die große Stärke von Dark Souls. Das Kampfsystem ist es auch, aber das Lock-On-System in Dark Souls 3 war... es war noch nie so schlecht. Also das tut mir echt leid. Dark Souls... Das Beste war immer noch in Dark Souls 2. Da hatte ich nie so Probleme. Klar gab es da auch immer mal was, wo du sagst, ach, das ist jetzt nicht ganz so geil, aber... Aber irgendwie so mega Probleme hatte ich sonst nie. Also hier ist natürlich auch wieder das Ding, wenn du es dann kennst und die Mechanik von der Situation, dann kommst du damit auch klar. Aber man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man das gleich kennt. Und deswegen so faire Battles. Ah, die Keule ist aber auch einfach gegen die hier geil, ne? Muss man einfach so sagen. Die Keule, mit der schlägst du zu und dann ist aber Feierabend. Das ist Zapfenstreich. So, da unten, da wedelt er mit seinem Schwänzchen, wie so ein kleiner Hund. Kann ich mich droppen lassen? Da wird er mich wahrscheinlich gleich flambieren. Und vor allem, wenn ich mich einmal droppen lasse, ist der Weg, glaube ich, zu weit, hier wieder herzukommen. Geil. Oh, du willst mich doch verarschen, oder? Jetzt siehst du ihn nicht, oder was? Jetzt siehst du ihn nicht. Das ist doch ein Witz. Warum kann ich dich manchmal nicht staggern? Alter Lindwurm. Was ist das für ein dummer Name? Mann, jetzt visier ihn an, du Pfeife! Es ist zum Mäuseficken hier! So ein schlechtes Scheiß-Unlock-Fick-Ding! Das gibt es nicht, das gibt es echt nicht! Ich meine, er steht ja wirklich jetzt, du glotzt ihn an, er steht direkt vor dir. Du drückst die Taste und was macht er? Er dreht sich rum. Dann steht der Gegner hinter dir und er lockt ihn automatisch an. Es tut mir leid, da muss doch irgendwie... Ich meine, du programmierst doch mit When-Done-Formeln. Da muss doch irgendwer mal Scheiße programmiert haben. Das muss doch irgendwie in die Binsen gegangen sein. Das gibt es doch nicht. Ui.
Geh da echt mit rechten Dingen zu. So, jetzt ist der Zapfenstreich. Gibt's hier mal ordentlich auf die Zunderbacke, ihr Pfeifenreiniger. Boah. Dieses Lock-On-System. Nein, es ist nicht schlecht. Es ist auch das Beste, was ich so in Actionspielen kenne. Weil die Immersion einfach am geilsten ist. Das will ich auch nicht behaupten, dass es schlecht ist. Und ja, vielleicht liegt es das ein oder andere Mal an mir, aber ihr müsst schon zugeben, dass wenn ich das begründe, es auch irgendwie ein bisschen logisch klingt, oder? So ein bisschen wenigstens. So, die sind tot. Warum sind die schon tot? War ich hier etwa schon? Ja. So, komm mal her, Dickerchen. Komm mal her. Oh, oh. Ich glaube, der Drache, der hat mich gesehen, ne? Könnt ihr jetzt mal bitte Feuer speien? Hä? Was war denn das jetzt schon wieder? Er lockt ihn wieder nicht ein, ne? So, jetzt heißt es erstmal ein bisschen zur Seite gehen. Der hat's aber faustdick hinter den Löffeln. Okay. Double the punch. Double the crunch. Wenigstens kann er auch mal hängen bleiben, ne? Ficker. Boah. Ich will nicht sagen, aber A, ich habe mal wieder nichts gesehen. B, er flambiert meinen Kopf, ich liege. Und in der Zeit, wo ich aufstehe, kriege ich doppelten Schaden. Okay. Das ist sowas, wo ich mir denke, dann tötet mich doch einfach instant mit einer Attacke. Ich meine, wozu gebt ihr mir die Chance oder die Hoffnung, dass mein Charakter aufsteht und dass ich noch eine zweite Chance kriege? Ist doch albern. Dann tötet mich doch gleich beim ersten Mal, wenn ich sowieso nicht aufstehen kann. So, auf jeden Fall hier nicht onloggen. Log on ist hier dead end. Wozu ist diese komische Glocke da hinten? Voll komisch, oder? Ja, wenn ich nicht einlogge, dann schlägt man halt den Millimeter daneben. Das ist halt so, ne? Also entweder du lockst an und drückst und hämmerst dort R3, dass er vielleicht irgendwann mal in der Lage ist, irgendwas zu sehen in der Nähe, was nie passieren wird. Ich renne jetzt einfach durch hier. Ist mir zu viel Unnützes. Oh. Hallo. So, Pfeifenreiniger. Yo! Was ist denn hier los? Alter! Leck mich am Arsch, du alte Heslon-Fick-Arsch-Bumse! Oh, ist das ein dreckiges Scheiß-Level! Aber Dark Souls ist geil, ne? Brauch irgendeine kleinere Waffe. Ich brauche irgendwas Kleineres. So. Ich finde, das sieht gut aus. Ich meine, ich sterbe das sowieso. Wie ich denn sterbe? Fashion Souls. Nee, ich bin die dicke Zwiebel, die dann einfach zu Boden geht. Ich renne da jetzt durch. Das ist mir völlig Banane, ey. Wenn ich das da sehe, wie viele Gegner da noch kommen, habe ich ja nie eine Chance. Ich bin der dicke Fettsack. BMI 32. Und ich hau dir auf die Glocke. Oder du mir. Das hat sich nicht gereimt, das war nicht gut, aber dennoch. Es ist Luft nach oben. Kann ich eigentlich auch nach rechts gehen? Kann ich auch nach rechts gehen? Aha. Hurra für Versteck. Das ist kein Versteck, das ist scheiße. Oh oh. Ich glaube, der erste ist tot.
Jawohl, danke. Immer mal, bevor ihr die nächsten wieder von oben runter jumpen, mir gleich noch eine mitgeben. So, den muss ich platt machen. Den auch. So, und jetzt müsste es doch eigentlich möglich sein, wenn ich nicht von hinten die ganze Zeit beballert werde. Warum? Drache, walte deines Amtes. Oh, ich gehe da jetzt einfach rein, ey. Ist der nächste Bosskampf oder was? Oh, da geht's nicht rein, weil ich im Bosskampf bin. Verpiss dich doch mal. Du stehst im Weg, Mann. Und jetzt? Ha! Der Drache hat die anderen platt gemacht. Du bist der Held der Nation. Der ist ja der Megahammer. Oh, von wegen. Da ist doch noch irgendwo ein Popherzen-Johnny. Ich glaube, er meint mich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Er gast einfach nur nach oben. Hola. Okay. Könnte ich den nicht einfach mit so einer Drop-Attack platt machen? Keine Ahnung. Der ist doch bestimmt... Oh, shit. Wenn er mich hier erwischt, dann falle ich bestimmt instant runter. Hier ist auch nur ein Gegenstand. Funkel Tatonate. Hier ist nix. Das ist es bestimmt auch, oder? Ich lasse mich einfach auf ihn drauf droppen. Und schleudere ihm ordentliche dicke Keule auf den Dönitz. Hier geht's aber auch noch lang. Na, warte mal, da wird natürlich... Das war so klar, es war so klar. Es war so klar, Alter. Ich stehe hinter einem Holzbrett. Ich bin sicher vor Feuer. Ich stehe auf einer dicken Steinmauer. Ich bin nicht sicher vor Feuer. Und da muss ich eben manchmal sagen, Dark Souls ist so fair. Es tut mir leid. Natürlich ist es ein Rollenspiel. Es ist ein Fantasy-Rollenspiel. Vielleicht sind auch die Gesetze der Natur hier umgedreht. Und Feuer leitet... Quatsch. Steinfeuer fickt die Bumse. Stein leitet Feuer besser weiter. Das kann schon sein. Aber das kann ich nicht wissen. Das muss mir hier irgendwer sagen. Oder muss stehen, Achtung, verdrehte Welt. Auf jeden Fall war die... Nimm doch mal hier deinen geflügelten Arsch weg. Auf jeden Fall war die Idee, glaube ich, da hochzurennen, nicht so verkehrt. Nee. Nee. So, die Rüstung sieht zwar mega räudig aus, als wäre ich hier im Winter mit einer richtig dicken Filzjacke unterwegs, aber auf jeden Fall funktioniert es so. Okay. Keep rolling, 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 rolling. What? Keep rolling, 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 rolling. Come on. Keep rolling! Boah, da krieg ich echt noch einen auf den Deckel, weil Lord Arschbumse mir gerade noch irgend so ein Feuerzunder auf den Arsch haut. Ui. Alles klar. So, wir sind wieder beim Status Quo. Könnte der Drache da unten jetzt mal für Frieden sorgen? So, wie kam ich da jetzt nochmal hin? Jetzt! Keine Ahnung, was mein Charakter gerade gemacht hat. Die dicke Zwiebel hat gerade irgendwie den Hammer nicht festgehalten oder... Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das keine Drop-Attack. Also wenigstens die Animation hätte ich erwartet, dass ich daneben haue hin oder her. Aber die Animation hätte irgendwie kommen müssen, ne?
Keine Ahnung, die Dicke, der Fette hat's nicht hingekriegt. Hm. Der Schiss in der Windel war da, aber leider nicht die Drop Attack. Ja, das ist es aber sicherlich, ne? Da oben steht auch irgendein Text oder so. Wahrscheinlich muss ich hier 3 Runden rennen, damit ich ihn dann wirklich endgültig platt mache. Eine Drop Attack wird bestimmt so ein Drittel abziehen. Aber bei der zweiten Runde sind ja auch hier schon die ganzen Gegner dann weg. Das ist es, denke ich. Probier's jetzt nochmal aus. Ein räudiger Scheiß hier. Gut. So, jetzt befeuert er mich wieder, genau. Das muss ich weg. So. Geh mal weg hier, ich sehe nichts. So, ich nehme jetzt die kleine Keule. Und das für eine Scheiße. Das hat er eben nicht gemacht. Der kann ja fliegen. Hat er das die ganze Zeit gemacht und ich habe es noch nicht gesehen? So, und jetzt geht's. Okay, Drop Attack ist es auf jeden Fall nicht. Er hat 10% Schaden bekommen. Allerdings habe ich die Drop Attack auch nur auf den Hals bekommen. Vielleicht muss ich auch den Schädel anwählen oder so. Also ihr werdet jetzt natürlich denken, woher sollst du das wissen? Ich habe in einem Video bei YouTube gesehen, dass irgendein Drache mit so einer Drop Attack platt gemacht wurde. Und da es nicht die 2 Drachen waren, die wir schon mal platt gemacht haben, gehe ich einfach mal fest davon aus, und vor allem weil da oben so viel Zeug ist, dass das der hier ist und dass mir irgendein Fehler die ganze Zeit passiert. Also was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, weil... Ey, das gibt's nicht, ne? 18 Versuche, ich mache mal dasselbe. Und das wird das wahrscheinlich hier sein, aber ich weiß immer noch nicht, wie es ist. Ich glaube, ich muss seinen Schädel vielleicht dann anvisieren. Der wird jetzt hier nackig gemacht. So, den einen muss ich platt machen hier. Der geht mir sonst zu sehr auf den Wecker. 1, 2. Zack. Von links nach rechts. Jetzt kommt der andere Feuerball. So, das sieht doch schon choreografiert. Wunderschön. So, ihn lock mal nach hier. Dann haut er daneben. Das sieht alles so aus, als müsste das so sein. Ich kann aber seinen Kopf nicht anwählen. Ah, doch, okay. Alter, geil. Geil. Ja. Drachenkopfstein. Alter Lindwurm. Ich habe da so ein Video gesehen, deswegen. Es musste der sein. Es ging nicht anders. So, und wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht, was wir geschafft haben, aber irgendwo sind wir angekommen. Und wir sind wieder lebendig. Oh, und hier geht das Level wahrscheinlich erst richtig los. So, jetzt können wir erstmal hier wieder unsere guten Sachen anziehen. Ne, warte mal, den wollten wir anlassen. Hier wollten wir... Wir können auch so eine schöne Mischung machen. Ich meine, ganz ehrlich, so viel
Schadensunterschiede gibt es auch nicht. Muss man halt einfach sagen. Aber das sieht halt auch irgendwie cool aus, oder? Das hat was. Alter. Ho! Frech. Auf Rom zu rotzen. Bitte kommen Sie her. Wenn ich sterbe, brauche ich gleich meine Seelen wieder. Ey, gibt's denn sowas hier? Kann ja gar nichts. Vor der Lappen, Johnny. Los, hinlegen. Gegenstand hergeben. Hier. Drachenblut, wer hat mich bespuckt? Wer wagt es? Wie geil. Versucht Geste, da kommt der Nächste. Okay, ich vermute jetzt einfach mal, hier kommen unendlich viele. Und ich muss den Johnny da oben platt machen. So, wer ist das? Da ist der, du bist Lord Glocke oder was? Bist du hässlich, ey. Boah. Widerlich. Aber überlegt mal, das ist alles optionales Gebiet. Wie geil das einfach ist. Das heißt, manche Spieler, die spielen Dark Souls 3 durch und haben das hier nie gesehen. Wie krass das ist. Das sind alles hier kleine Drachen, ne? Da ist er wieder. Ja, der Treppenkampf, keiner mag ihn. Der war hart. Das war hart. Aber du musst eins zugeben, meine Keule ist härter. Oh Gott, ich habe so viele Seelen. Am liebsten würde ich jetzt umdrehen. Aber ich kann nicht, ich kann es nicht. Oh nein, hier ist der nächste Hellspells-Typ. Hier ist doch Bossy McBossen. Drachentöterspeer, geil. Das sieht doch nach Boss Area aus. Das ist doch hundertprozentig die Boss Area. 102%ig. Mehr würde ich nicht sagen. Schade. Ich dachte, ich kann es klingeln. Oder kann es anzünden. Dreckige Sau. Steckt sich einfach wer. Irgendwie sind sie schon ein bisschen süß, ne? Ich will nichts sagen, aber egal wie wir den Part heute beenden, wir haben einen Boss gekillt. Ja, das war klar. Das zählt. Daneben. Oh, ich liebe immer noch diese Keule, ne? Ich liebe sie halt einfach noch. Wenn sie mal trifft, ist halt einfach geil. Das muss man einfach mal so sagen. Okay. Da kommt gleich der Nächste. Echt? Man kann einfach so einen Swinger machen. Das ist wie so eine dicke Backpfeife. Ah, ja, ja. Ey, das gibt's nicht, ne? Jetzt hat er einmal mein Timing raus. Das gibt's nicht, ey. Du machst hier vier Lappen platt. Und der fünfte, der macht hier einen auf Oberschnuggelchen. Und rasiert dich aber auch. Der rasiert dich aber auch weg. Mann, Mann, Mann. Oh, das hätte ich jetzt aber gehofft, dass er seinen Kollegen mit wegbrät.
Oh oh. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das Bedürfnis, dann die Keule, doch die große zu nehmen. Alter. Alter, wie er mich noch trifft. So, Johnny, be good. Oh, ich hau echt daneben auf der Treppe. Ah, komm jetzt. Ist doch aber mal langsam. Ich komm nicht weg, ob du es glaubst oder nicht. Ich drück den rechten Stick, er wählt an, er wählt ab, er macht immer zu irgendwas. Alter, du nervst wie Klabusterperlenkacke. So. Boah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wir haben jetzt so viele Gegner schon wieder besiegt. Ich hoffe, dass da hinten das nächste Bonfire ist. Ich meine, es ist, man muss sich auch klar sein, es ist ein optionales Gebiet, ne? Ich will es nochmal sagen, ein optionales Gebiet. Die waren ja bei Dark Souls jetzt auch nicht die allerlängsten. Also jetzt nicht mega kurz, aber auch nicht die allerlängsten. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir hier, ist eine Leiter. Dass wir hier vielleicht schon das nächste Bonfire bald erreichen. Und dass wir dann schon vor dem nächsten Boss stehen. Hä? Das ist doch die Area, wo ich gesagt habe, das ist hundertprozentig ein Boss. Donnersteinplattenring. Da drinnen, das könnte schon sein, ne? Oh, das ist eine riesige Glocke. Oh, da guck mal, da hinten. Da ist der Endboss. Noch ein fetter Drache. Das ist er. Das ist er, sag ich euch. Das ist der letzte. Das ist der optionale, mega, super Arschboss. Der wird mich absolut in Grund und Boden hauen. Hoffe ich. Hoffe ich. Wir haben nicht mehr so viele Bosse. Ich gucke ja immer nebenbei, ob ich... Also ich gucke mir die nicht an, welche ich schon gemacht habe oder so. Oder wie viel es gibt. Sondern immer nur vom Namen her. Ob mir die was sagen. Und ich glaube... 4 Bosse. 4 oder 5 sind es noch. Vom Hauptspiel zumindest. Oh. So. Und dann geht es schon in die DLCs. Und da soll nochmal richtig die Hölle losgehen. Hat ich denn nicht Schuppe? Ne, wir brauchen Schollen, ne? Nicht Schuppen. Was ist hier? Vorsicht joggen. Ja, definitiv schlecht. Würde ich auch nicht mal. Joggen ist zwar gesund, aber es gibt gewisse Grenzen, wo man sagt, nee, heute mal nicht. Was ist das für eine Glocke? Ih, das sind so komische Kristallechsen. Warte mal. Ja, warte mal. Das ist doch hier eindeutig Actionzeit für Coily McCollenbeard. Das hier hat man, glaube ich, ne? Dann hat man hier den normalen Lappen dran. Oder so. Und ich verstehe es schon. Ah doch, so ist doch richtig. Alles klar. Ja. Tut auf jeden Fall weh, was sie machen. Die schubsen. Ah, sie sind auf jeden Fall langsam. Das sind auch irgendwie so drachenähnliche Wesen, ne? Aber ganz kleine. Richtig geil. Bei denen ist bestimmt eher die Gefahr, dass die mich hier runterschubsen. Oh? Ey, ich habe nur gerade den Schatten gesehen. Ich glaube, da hat sich wer angekündigt, würde ich mal behaupten, ne? Hallo? Wenn ich da jetzt lang gehe, lässt du mich? Lässt du mich oder bist du mir denn böse? Ach komm her, shit happens, wir probieren's. Ui! Ui, 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 ui. Nicht gut, gar nicht gut.
Okay. Jo, 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 jo. Ich will nur durch. Ich will echt nur durch. Keine Chance hier. Hey, caramba. Da wird hier noch gezündelt und gezundert, als wenn es keinen Morgen gäbe. Boah. Freakig. So, was machst du? Du bist doch wieder böse auf mich, oder? Ah. So eine Kacke, ne? Er spawnt und ich kann nichts machen. Mhm. Jetzt egal, ich muss jetzt hier mal weiter. Ich will jetzt noch zum Bonnie McBonfire. So, Freundchen. Da muss doch irgendwo ein Bonfire sein. Ich habe gar keine Lust, das alles noch mal zu machen. Weh, du bist eine Mimik. Lasst mich jetzt bitte einfach zum Bonfire. Ah! Warum hältst du dich nicht fest? Ey, der wird... Also manchmal macht er mir doch echt... Haut er sich gerne mal selber einen Strick um den Hals, oder? Also, so ein Trottel. Oh nein, ich habe keine Heilung mehr. Da steht doch wer? Da steht doch Havel. Da steht doch Havel. Ich gehe doch jetzt nicht zu Havel. Nee. Also zu Havel gehe ich jetzt nicht ohne Heilung, ohne alles. Auch mein Glöckchen geht nicht mehr. Ey, ich bin tot, ne? Natürlich, wieso kriege ich den noch mit? Okay, ich muss runnen. Da oben wird es lang gehen. Da oben muss es lang gehen. Oh, fuck, ein Dicker. Okay. Oh! Boah! Alles klar. Ich lebe noch. Ich weiß nicht wie. Ich lebe nicht mehr. Alter, der Weg ist ja mal mega böse, ne? Der ist ja mega böse. Da gibt's ja ewig keinen Bonfire und der ist ja so gespickt mit Fallen. Du musst ja wirklich, du musst ja durchrennen. Wie willst du es sonst machen? Und ja, mir ist gerade jetzt beim Reden wird mir klar, ich habe meine Seelen, die ich vom Boss gekriegt habe, plus die ganzen Seelen von den Normalo-Gegnern, habe ich gerade in den Wind geschossen. Denn ehe ich da wieder hinkomme, das wird dauern. So. Oder kriege ich es hin? Das ist die Frage. Findet es heraus mit mir das nächste Mal wieder zurück bei Dark Souls 3. Wir setzen uns hier in die Drachenhocke, verweilen und sammeln Kraft für den nächsten Part. Danke fürs Zusehen, abonnieren und liken nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder dabei sein bei Fun für Franz spielt Dark Souls 3.